Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part von FIFA 15 Ultimate Team. Ja, wieder mal eine kleine Clubtour und zwar die letzte mit meinem vollen Verein. Warum, werde ich euch im Laufe des Videos erzählen. Zunächst einmal würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier auf ein Like geben würdet. Unterstützt mich wirklich sehr, kommentiert das Video. Schaut bei King Green vorbei für PSN oder Microsoft Guthaben und bei Sennheiser für Headsets und Kopfhörer. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Ich werde euch heute einfach alles nochmal zeigen, weil man kann im Moment immer noch nicht online spielen. Ich habe es gerade versucht, es geht einfach de facto nicht. Und deswegen versuche ich hier die Zeit irgendwie rumzukriegen, die Tage mit irgendwie einem anderen Content. Und heute gibt es nochmal die letzte Clubtour, die ich nochmal habe, bevor ich alles verkaufen werde, beziehungsweise so gut wie alles. Ich werde euch gleich nochmal erzählen, was ich nicht verkaufen werde, da gibt es weniges. Aber trotzdem, ihr kennt die Teams, die meisten. Wir haben hier nichts Neues dazu bekommen eigentlich. Wir haben hier das The Combination Team, was ihr gerade gesehen habt, auch ein Squad-Builder gestern. Sonst nochmal vorbei, schon mit Ibra und Aguero vorne drin. Extravaganza mit De Bruyne, mit Perisic und mit Bendtner. Damals BSG-Team, das ich auch mal als in der BSG Hybrid Challenge gebaut habe. Zielers Top 11, das ist das nächste Team, was drankommt. Das werde ich auch nicht verkaufen, natürlich, weil es noch drankommen muss. Freut euch auf die nächste Episode, wird ziemlich cool. The Connectors haben wir da noch. Das ist das 7-Minute-Score, was ich mal gebaut habe mit Fabregas, Drogba, David Silva und Doom. Biago Lasso ist mein Team mit Lacazette, Tevez und Pogba in der Spitze, Quadrado und Alessandrini auf links und rechts. Das ist mein 7-Minute-Squads-Team, wo ich immer die 7-Minute-Squads drin baue. Dann aber hier Benzema, das ist das Team mit Bale, Benzema und Ribery. Deswegen Benzema, das ist so Benzema, Ribery und Ale. Das denke ich mal ganz verständlich. Dann haben wir hier noch FSV Fan, das ist das Team mit Quaresma. Das Slayers Team, das ist das mit Sturridge und Reus. Und das hier ist das letzte Team, das Team, was ich auch nicht verkaufen werde. Mein Hannover 96 Team mit nicht dem Informzieler im Tor. Warum auch immer, das weiß glaube ich keiner, aber jetzt ist er drin. Ja, allgemein auch sehr, sehr vieles im Verein noch. Ich habe einen Vereinswert, habe ich gerade schon mal nachgeguckt, von 109 Millionen. Man sieht hier FGU, Juve ist der nächste danach mit 75, der gute Juve von FIFA Gold United dementsprechend. Und mein Vereinswert sehr, sehr hoch. Ich habe insgesamt 555 Spieler im Verein, davon sind irgendwie 339 oder sowas, 332 selten. 491 Trikots, 118 Mitarbeiter, die Verbrauchsobjekte sind auch mehr als zahlreich, kann ich euch sagen. Ich habe so viele Chemistry Styles, ich weiß gar nicht, wie viele, ehrlich gesagt. Es sind 290, die werde ich auch verkaufen teilweise, zu großen Teilen. Auch die Fitness beispielsweise. Ich brauche, kein Mensch braucht einfach 207 Team-Fitness-Karten. Ich habe es aber immer gehortet, den Vereinswert hochgetrieben und ich kann einfach sagen, ich habe das erreicht, was ich haben wollte. Ich habe meinen krassen Vereinswert über 100 Millionen und das reicht mir vollkommen. Für viele von euch mag das nicht verständlich sein, für die meint es jetzt irgendwie, ja, Max verkauft doch einfach oder warum hältst du das im Verein, das hat doch überhaupt nichts auszusagen und so. Ich fand es einfach cool, mal so einen vollen Verein zu haben, beziehungsweise so einen ausgefüllten Verein. Das ist wie ein Sticker-Album früher, wisst ihr, man wollte alle Sticker haben und ich bin halt relativ weit fortgeschritten, habe einen bestimmten Punkt erreicht, den ich haben wollte und von dem her wird jetzt der Rest davon verkauft. Ich freue mich ehrlich gesagt ziemlich auf die Coins, die ich dann haben werde, bin mal sehr gespannt, wie viele da sein werden. Spieler, die ich nicht verkaufen werde, wir gucken uns nochmal viele an, die wir hier im Verein haben, sind natürlich einige, ja, beispielsweise hier ein paar Loan-Spieler, ihr seht schon, James und so weiter, die werde ich natürlich erstmal nicht discarden, hier, die kann ich eigentlich schon mal discarden, brauche ich nicht mehr, genauso wenig wie hier den Neuer, das ist schon mal ein guter Anfang. Tevez, Miranda, ich werde viele von den Informs wahrscheinlich auf der Transferliste tun und noch nicht verkaufen, sondern warten bis zum Team of the Year. Market Crash, eher mit beispielsweise Kagawa mache ich das, mit Rakitic. Bei Tevez bin ich mir nicht sicher, weil ich glaube, der ist gerade momentan relativ hoch im Kurs und wird sinken, weil er einen Second Inform bekommen könnte. Rondon haben wir dann noch, Jaminaldo und so weiter und so fort. Ich werde halt, wie gesagt, viele davon auf Transferliste stellen, beziehungsweise behalten erstmal und dann später verkaufen. Zieler natürlich werde ich behalten im Verein, ist ein 96er, deswegen bleibt der da. Und auch die gezogenen Informs werden verkauft werden, beziehungsweise werden auf Transfermarkt gestellt werden erstmal und dann später verkauft. Ibra, Ribery und so weiter und so fort. Bale ist einer der wenigen Spieler, die ich behalten werde. Ist ja mein gezogener Spieler und ich finde das einfach geil, so einen gezogenen Bale zu haben, das ist schon ziemlich krass, deswegen wird er nicht verkauft. Bei Reus will ich das eigentlich genauso machen, das ist ja auch mein gezogener, den werde ich aber eher verkaufen, weil er dann schließlich nicht so krass ist und weil ich den auch nicht so oft und exzessiv gespielt habe. Aber ihr seht schon, das Ganze ist hier ziemlich ausgebufft, beziehungsweise ziemlich krass, wenn man hier sieht, dass immer noch auf Seite 6 die Spieler mit dem 86er Rating sind. Und das ist schon ziemlich weit fortgeschritten gewesen, ehrlich gesagt. Es geht aber weiter mit Götze hier und haben wir auch noch natürlich selbst... Ich kann nicht reden. Wertvolle Spieler hier beispielsweise Sturridge, der natürlich mittlerweile runtergegangen ist. Alves, Pogba und so weiter. Hier haben wir noch ein Quadrado, der noch ein bisschen was wert ist. Gündogan, Bravo und sowas. Das sind alle Spieler, die ein bisschen was wert sind und die dementsprechend einen ordentlichen Preis noch einbringen werden. Im Endeffekt werde ich wahrscheinlich ziemlich viele Coins haben und da freue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen drauf. Das wird, glaube ich, relativ cool und so sieht halt mein Verein aus. Wenn ihr euch fragt, Max, warum hast du denn gerade das Australien-Wappen drin, wie ihr oben links jetzt sehen könnt, das ist relativ einfach zu erklären. Ihr mögt es ja nicht, wenn ich das Rasenballsport Leipzig-Wappen habe, beziehungsweise ich habe ja New York, glaube ich. New York habe ich, auch wenn die gerade in der MLS ziemlich rocken. Und das ist einfach nur ein Running-Gag von mir, Tobi und Ron ist, aber ich werde es auch wieder reinmachen. Ich mache es jetzt nur für das Video hier gerade mal raus. Die Trikots, die ich momentan habe, zeige ich euch auch noch gleich, beziehungsweise jetzt.
So, 1 Objekte. Das Stadion ist, glaube ich, gerade der Signal Iduna Park. Ne, Ball. Was habe ich denn für einen Ball aktiv? Das weiß ich gar nicht. Da habe ich nie drauf geachtet. Der Jabulani. Ich aktiviere meine Feder Nova von 2002. Das ist irgendwie einer der coolsten Bälle. So, Vereinsobjekte. Ich habe das. Den Signal Iduna Park habe ich aktiviert. Okay, alles klar. Was haben wir für ein Wappen aktiviert? Sehen wir hier. Habe ich auch ziemlich viele dabei. Und wie sich das gehört. Das Australien-Wappen übrigens, weil es im Fußball ist, deswegen fand ich das ganz cool eigentlich. Trikots, die aktiv sind, ich habe ja auch tausende Trikots, ihr wisst ja, ich bin Trikotsammler. Momentan aktiv sind einmal das Real Madrid Auswärtstrikot, das rosa, ne, was ich extrem geil finde dieses Jahr. Und dann habe ich noch aktiv das Schweden-Auswärtstrikot, das schwarze mit dem gelben Kreuz drauf. Natürlich wegen Zlatan, aber auch, weil es geil aussieht, deswegen, ja, gefällt mir relativ gut. Auch das Trikot finde ich ziemlich nice mit diesem Herzschlag, beziehungsweise der Frequenz da quasi, auch wenn es wahrscheinlich gar nicht sowas darstellen soll. Das Argentinien-Trikot sieht auch nice aus mit diesem verschwommenen unten. Wir haben allgemein dieses Jahr sehr, sehr viele geile Trikots. Das Arsenal-Heim-Trikot, glaube ich, sieht auch sehr geil aus. Das Spurs-Trikot sieht cool aus. Das Liverpool-Trikot wie jedes Jahr wieder cool. Ja, also man kann schon wirklich sich nicht beschweren dieses Jahr. Man hat wieder ordentlich Auswahl. Das Porto-Trikot sieht wieder komisch aus, aber irgendwie auch geil. Aber ein pinkes Porto-Trikot. Hier haben wir lilane Trikots von Galatasaray und Lazio. Das Trikot sieht auch extrem cool aus, finde ich. Wolfsburg-Trikot geht auch auf jeden Fall klar. Das hier geht überhaupt nicht, finde ich. Ganz, ganz komisch, aber passt schon irgendwie. Es sind schon sehr viele Trikots dabei, die cool aussehen. Und meine Lieblingstrikots sind aber halt momentan das von, ich glaube, Manchester City auswärts. Und das Real-Trikot, das finde ich eigentlich am coolsten. Das hier mit dem Real-Trikot, mit dem pinken, das ich gar nicht aktiv habe momentan. Aber ja, das sind so die Trikots, die ich mag. Stadion habe ich gezeigt, Bälle habe ich gezeigt, Wappen habe ich gezeigt. Mitarbeiter braucht man eigentlich auch nicht durchgucken. Sind halt extrem viele Manager und so weiter und so fort. Die Physiotherapeuten werde ich natürlich auch alle nicht verkaufen, weil die kann man gut gebrauchen. Die pushen ja so ein bisschen die Werte der Spieler noch. Und ja, was sonst noch? Ansonsten gibt es eigentlich nichts Training. Ich habe 32 Mal individuelles Training, haben wir jedoch viele Positionskarten, viele Manager-Dingsbums, extrem viele Chemistry-Styles. Ein paar Verträge, natürlich nur ein paar, ungefähr 800 Goldverträge oder sowas. Kann man auf jeden Fall machen. Und ja, das ist mein Club. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr selber euch so einen Club aufbaut, ob ihr sowas sinnvoll findet, ob ihr es scheiße findet, ob ihr es irgendwie kacke findet, ob ihr da überhaupt keinen Bock drauf habt, ob ihr das nicht verstehen könnt und sowas. Und wie viel Clubwert ihr eventuell habt, was eure Lieblingstrikots sind, was euer Lieblingsstadion ist, euer Lieblingsspieler, welche Spieler ihr aus eurem Verein eventuell nie verkaufen werdet. Das würde mich mal interessieren. Gut, das war's vom Video. Tut mir leid, dass jetzt wieder sowas kam ohne Gameplay, aber ich muss halt irgendwie die Zeit rumkriegen, weil ich kann halt einfach nicht spielen. Verzeiht mir das. Ich hoffe trotzdem, wie gesagt, euch hat's gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dann, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.